Die Firma Grenzebach ist Anbieter für komplette Systemlösungen im Bereich der automatisierten Intralogistik. Hierbei ist es natürlich sehr wichtig, die passende und optimale Kundenlösung hinsichtlich Technologie, aber auch Budget zu finden. Wir sind Büromöbelhersteller. Wir gestalten mit unseren Kunden Arbeitswelten und Arbeitskulturen und sind nicht nur ein Lieferant für Büromöbel, Tische oder Schränke, sondern eben ganzheitliche Anbieter. Wir sind 100% kundengetrieben und fertigen auch nur kommissionsbezogen. Wir streben eine Matrixfertigung an und sind auch sehr, sehr weit in diesem Prozess. Wir haben uns Ende 2020 mit dem Hochregallager dazu entschieden, unsere Prozesse in der Intralogistik zu automatisieren mit fahrerlosen Transportsystemen. Wir haben einen sehr großen Wert darauf gelegt, selbst die Zügel insofern in der Hand zu halten, dass wir auch mal eine Fahrstrecke anpassen können, dass wir ein Fahrzeug selbstständig in Betrieb setzen können. Die Suche nach dem Partner, das war die wesentliche Herausforderung, die haben wir in Grenzebach gefunden. Also wir haben uns für Grenzebach entschieden, weil es ist für uns ein offenes System. Das heißt, unsere Arbeitsumgebung müssen wir regelmäßig alle paar Jahre anpassen, was dazu führt, dass wir einen offenen Anbieter brauchen, dass wir die Dinge selber machen können. Das ist unser Anspruch, mit fahrerlosen Transportsystemen in die Zukunft zu gehen. Hier bei König & Neurath waren wir als Reisepartner zur Seite gestanden, lieferten Konstruktionsvorgaben und auch Zeichnungen, welche dann von König & Neurath speziell auf die Bedürfnisse angepasst wurden und somit die komplette Automatisierung partnerschaftlich zusammen durchgeführt wurde. Wir haben die Fahrzeuge bekommen, haben im Vorfeld schon eine kleine Teststrecke aufgebaut gehabt, also ein Startbahnhof, ein Zielbahnhof, eine Maschine zur Pulveranlage vor und haben nach und nach immer mehr Bahnhöfe aufgebaut. Momentan sind 4 Fahrzeuge in Betrieb. Wir haben 9 Bahnhöfe, einen großen Pufferbahnhof, den wir aktuell in Betrieb nehmen. Kurz gesagt, es ist ein sehr fließender, laufender Prozess. Die Unterstützung für den Kunden bezieht sich zum einen auf das logistische Konzept, als auch dann die technische Ausplanung, wie das im bestehenden Werk oder auch in der Neuanlage auszusehen hat, bis hin dann zur Qualifizierung der Kundenmitarbeiter, um das System in Betrieb nehmen zu können oder dann halt auch operaten zu können. Uns war es überhaupt erst möglich, das Ganze in der Tiefe und auch so weit eigenständig bei uns umzusetzen, weil wir die Schulungen seitens Grenzebach in Anspruch nehmen konnten und auch einen sehr, sehr engen Austausch gefunden haben, auch später in der Umsetzung. Aktuell haben wir 2 weitere Teammitglieder dazu bekommen, die jetzt gerade eine Schulung bekommen. Wie programmiert man das Ganze? Wie setzt man neue Bahnhöfe? Also es ist auch immer eine gute Kooperation, wenn neue Sachen aufgebaut werden, wir neue Ideen haben oder wenn neue Features von Grenzebach kommen, besteht auch weiterhin die Kommunikation untereinander, dass wir eben diese Kooperation auch weiterhin haben. Ja, also definitiv, Grenzebach wird der Partner in dem Prozess bleiben. Die Zusammenarbeit mit Grenzebach war eigentlich vom ersten Augenblick an sehr, sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Wir wurden sehr, sehr gut aufgenommen mit unserer Anfrage, wurden relativ eng betreut und das über den gesamten Prozess hinweg.